Wo war noch mal der Ausgang? Yo, Home Dogs and Girls. Die Anmoderation heute wieder mal auf dem überchilligen Sessel, weil ich sie eigentlich gerade ganz cool finde, wegen dem ganzen Kaminfeuer im Hintergrund und allem. Außerdem bin ich gerade richtig hart am Zerlaufen, weil es gerade draußen ultra heiß ist und folglich auch hier bei mir drin. Ein ganz klein wenig bin ich auch gestresst, weil ich am Sonntag in Urlaub fahre für 3 Wochen und ich ein paar Videos vorproduzieren muss. Mit diesem Video hier heute sind es 4 Videos, die ich vorproduzieren muss. Das ist heute ein Don't Do This, dann wird noch ein Factastic kommen und dann will ich noch ein Format ausprobieren, was ich vorher noch nie gemacht habe, was eigentlich gar nicht mein Genre ist, aber ich will es einfach mal ausprobieren, weil ich da Bock drauf habe. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob euch das gefällt. Aber kommen wir zurück zu dem heutigen Video. Und zwar gibt's heute mal wieder ein Don't Do This, und zwar aus der Sicht eines Einbrechers. Ich zeige euch, wie man sich nicht verhalten sollte, wenn man irgendwo einbricht. Ich möchte euch damit nicht zum Einbrechen motivieren, aber irgendwie fand ich's lustig, weil ich eine coole Idee dazu hatte. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und brecht irgendwo ein. Viel Spaß! Greif zu! Verdammt! Erstmal Pause. Und wieder ran ans Werk. Alter, warum hab ich nicht so eine krasse Bude? Wow, dieses Bett sieht schon ziemlich gemütlich aus. Warum nicht mal ausprobieren? Ja, hier kann man's aushalten. Yo Leute, was geht? Ich bin Chrisu und bin mal wieder ein bisschen am Einbrechen. Ich weiß noch nicht, was ich klauen werde, aber ich darf nicht so laut reden, sonst will ich hier noch jemanden wecken. Schauen wir uns doch erstmal im Zimmer um und gucken, was wir so finden können. Wow, ich sehe hier eine Gitarre. Guckt sie euch an. Ich glaube, damit kann man schon mal was anfangen. Die ist ein bisschen was wert. Die werde ich mir gleich nochmal holen. Ich werde sie gleich mal einpacken, kann erst zu Hause leider ein Review machen, weil ich wie gesagt erst am Einbrechen bin und sie jetzt nach Hause schaffen muss. Oh, ich darf nicht so laut sein. Ich glaube, ich habe schon wieder was gehört. Leute, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde auf jeden Fall noch ein Review zu der Gitarre hochladen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ganz schön unordentlich hier. Perfekt. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir eventuell sagen, wo das Klo ist? Ach ja. Bier! Prost! Fuck, Alter. Da kommt jemand. Warum hat eine Giraffe einen so langen Hals? Naja, weil ihr Kopf so weit oben hängt. Hahaha. Badum. Fuck! Die Wohnung geht ja mal gar nicht. Da kann nur eine helfen. Ja, hey, ich bin's. Hast du kurz Zeit für einen Notfall? Ja, hast du? Perfekt. Du, ich schicke dir gleich meinen Standort, dann kannst du gleich da hinkommen, okay? Perfekt. Alles klar. Bis gleich. Alter, versuchst du gerade meine Wohnung auszuräumen? Wo bist du hin? Alter, meine Windtarnung scheint ja wirklich zu klappen. Perfekt! Nein, tut sie nicht. Du bist ein Faggot. Och, Manu! Entschuldigung, wäre es okay für Sie, wenn ich mir ein Schnittchen mache? Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Sagen Sie mal, wenn ich das hier und das hier mitnehme, bekomme ich dann auch das hier dazu? Oh! Alter! Meine Haare, die gingen ja mal gar nicht. Besser. Oh, mein Handy ist ja fast leer. Dann muss ich's wohl laden. Verdammt, sie kommen wieder. Oh, eine Zigarre. Nice. Was denn? Kann man denn nicht mal in Ruhe eine Zigarre rauchen? Fuck, Alter. Da kommt jemand. Was sagt man zu einem Spanner, der gestorben ist? Der ist wohl weg vom Fenster. Hallo? Fuck.
Und da ist es auf Instagram. Ja, schönen guten Tag, Hansen hier. Können Sie mir vielleicht eine große Familienpizza in die... Wie heißt Ihre Straße nochmal? Faggot-Allee. Danke. In die Faggot-Allee liefern, das wäre sehr cool von Ihnen. Ja? Perfekt, ich danke Ihnen. Bis gleich. Hä? Was wollte ich hier nochmal machen? Wenn du das Geld gefunden hast, sag mir Bescheid. Ich such's auch schon ewig. Och Mann! Wo war nochmal der Ausgang? Fuck, Alter. Da kommt jemand. Was ist grün und hüpft von Ast zu Ast? Ein Rudel Gewürzgurken. Hallo? Ist da jemand? Fuck, Alter. So, das war's schon wieder für heute. Irgendwie ist mir gerade aufgefallen, dass meine letzten Videos nur irgendwie um Verbrechen und Verbrechensbekämpfung gingen. Komisch. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einer Bewertung. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Ei, ne Kleid, ne Kommentarbox. Schau doch mal bei ihr vorbei. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein!